So, willkommen zu einer neuen Live-Fragerunde mit Studierenden. Diesmal geht es um das Studium Landschaftsarchitektur und ich werde mir wieder jemanden dazu holen, der mir besonders gut was davon erzählen kann, denn eine Studentin wird jetzt dabei sein, die Landschaftsarchitektur auch studiert. Und ich füge sie jetzt erstmal schnell hinzu. Genau. Die Nora wird jetzt gleich zu uns kommen und wer Fragen hat, kann die einfach in die Kommentare schreiben und wir schauen dann, ob wir sie beantworten können. Okay, das hat gerade nicht funktioniert. Nochmal. So, da ist sie auch schon. Hallo. Hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, aber stell dich vielleicht gerne einfach zu Beginn mal vor, wer du bist, was du studierst. Ja, ich hoffe, man hört mich gut genug. Ich bin Nora und ich studiere Landschaftsarchitektur an der TU Dresden. Und ich habe an der TU schon meinen Bachelor gemacht und bin mittlerweile aber schon im Master im zweiten Semester. Sehr gut. Und warum studierst du Landschaftsarchitektur? Wie bist du dazu gekommen? Ich wollte früher immer Architektin werden und habe dann am Abi aber daran gezweifelt und war eher Richtung Forstwissenschaften, Landschafts-, Agrar und so orientiert und habe dann auch ein Auslandsjahr gemacht und auf Bauernhöfen gearbeitet und dort wieder festgestellt, dass das nichts für mich ist. Und dann sind halt so diese beiden Wünsche miteinander verschmolzen. Und ja, mir war es halt sehr wichtig, dass ich ein kreativen Studiengang wähle, aber der auch irgendwie lösungsorientiert ist, womit ich das Gefühl habe, ich kann was zukünftig in der Welt beitragen, auch angesichts der Klimakrise, dass ich da irgendwie einen Beruf habe, wo ich das Gefühl habe, ich habe einen coolen Impact später. Und genau, deswegen ist es Landschaftsarchitektur geworden und ich habe es mit jedem Semester mehr für mich entdeckt, dass es der richtige Studiengang für mich war. Sehr schön, das klingt ja sehr, sehr gut. Vielleicht kannst du den Studiengang einfach mal so ein bisschen beschreiben. Du hast ja gerade schon ein bisschen angefangen, was für Aspekte da so mit reinspielen, aber was sind denn so Inhalte, wenn man Landschaftsarchitektur studiert? Ja, also in Dresden ist es so aufgebaut, dass es 5 Schwerpunkte gibt. Deswegen habe ich mich damals auch für Dresden entschieden. Und das ist einmal Geschichte der Gartendenkmalpflege und Landschaftsbau. Das ist eher so technische Grundlagen, wie ist etwas aufgebaut, wie zeichnet man dann auch im Detail alles detailliert. Und dann Landschaftsplanung, das ist etwas großräumiger. Wo kommt ein Naturschutzgebiet hin? Wie gehen wir mit Landschaftsregularien um und wo darf gebaut werden und wo nicht? Das ist das Dritte. Und dann das Vierte ist ganz klassisch Entwerfen. Wie entwerfen wir Freiräume und wie gestaltet man das so, dass das attraktiv und cool ist für den Menschen, das zu nutzen. Und als Letztes gibt es dann noch die Pflanzenverwendung, wo wir dann detaillierter halt ganz am Anfang ganz viele Pflanzen lernen, um erstmal so eine Basis zu haben an Wissen. Genau, und auch ja, viele Bäume, da spielt dann der Faktor Tara noch mit rein, also die Forstwissenschaftler. Wir haben sehr viele Kurse mit denen gemeinsam, gerade zu Anfang Grundlagen der Biologie. Und später haben wir aber auch einige Kurse mit den Architekten zusammen, wo es dann eher um die darstellende und gestalterischen Aspekte geht. Genau, und das ist eigentlich sehr interessant, dass man schon direkt zu Anfang so eine große Bandbreite lernt und sich dann später halt auf Bereiche spezialisieren kann, die einem gut gefallen. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig schön. Wie ist das denn mit den Schulfächern? Du hast jetzt gerade schon Biologie angesprochen, am Anfang auch, dass du gerne kreativ arbeitest. Sind so Bio- und Kunst Sachen, die man gut beherrschen sollte in der Schule, wenn man das studieren möchte? Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall kein Muss. Ich hatte vor allem bei biologischen Grundlagen das Gefühl, wenn man einen Bio-Leistungskurs hatte, dann ist einem das schon mal leichter gefallen, auf jeden Fall. Aber genau diese Kurse sind ja dafür da, so einen Status quo zu schaffen. Und wenn man sich da gut reinhängt, Bio ist zwar schwierig dann am Anfang, aber das kann man dann gut schaffen. Und dann, genau, ist also der Bio-Leistungskurs nicht erforderlich. Ich hatte selber auch Bio nicht im Abi. Ich hatte damals Kunst und Mathe gewählt, weil ich halt noch dieses Architektur im Hinterkopf hatte.
Und darüber bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also gerade so diese Kunstgrundlage zu haben, weil das so mit Kunstgeschichte und so, das sind Dinge, die einem nicht nochmal weiter im Studium vermittelt werden, sondern da geht es halt wirklich nur noch um die Form und um das Gestalten. Und da finde ich es eigentlich schon ganz cool, dass ich den US-Kurs hatte, um darauf aufbauen zu können. Ja, aber so generell kann man nicht sagen, was jetzt hilfreich wäre, was man haben muss oder nicht. Also es ist bei uns ganz durchmischt, auch ganz viele Deutsch und Englisch LKLer. Also ist wirklich ganz frei. Man kann alles in den ersten Semestern gut nachholen und lernen. Ja, okay, das klingt auf jeden Fall gut. Da kann jemand fragen, wie ist das Thema heute? Also, ihr redet gerade über Landschaftsarchitektur, über den Studiengang. Du hast vorhin schon Tharandt angesprochen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ich glaube, jemand, der nicht aus Dresden kommt, weiß nicht so richtig, auf wie weit das ist und was es dort alles gibt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja, Tharandt ist ein Ort, ein Vorort von Dresden und da ist der Campus der Forstwissenschaften und auch Hydrowissenschaften, glaube ich, und Bodenwissenschaften. Genau, und dadurch, dass es bei uns in den Grundlagenfächern halt mit Bestandteil ist, dass wir diese Kurse besuchen, war es bei uns noch gang und gäbe, dass wir dann mittwochs, glaube ich, war es, mit dem Zug für 1/2 Stunde nach Tharandt gefahren sind und dort die Forstwissenschaftler in den Kursen ja, besucht haben und die gleichen Kurse wie sie belegt haben. Ich glaube, das war jetzt zu den Corona-Semestern etwas anders, da war ja dann viel digital, konnte man sich die Fahrt sparen, aber ja, es ist auf jeden Fall auch sehr bereichernd, immer wieder nach Tharandt zu fahren, weil es ist so ein kleines Idyll, auch mit dem Forstbotanischen Garten, alles sehr praxisnah gefühlt. Und es hat sich auch immer gelohnt, früh aufzustehen und diese Vorlesungen dann dort sich anzuhören. Ja, es kam noch eine Frage zum Thema Bio. Was ist schwierig an Bio? Wahrscheinlich im Studium. Ja. Ja, also an der Bioprüfung ist schwierig, dass es recht viel Stoff ist. Das sind auch zwei Fächer zusammen. Also es sind einmal biologische Prozesse und Zoologie. Und deswegen ist die Prüfung recht aufwendig. Allerdings habe ich jetzt gehört, dass es mit dem Digitalen ganz gut war, dass man sich das selber auch nochmal strukturieren konnte, wie man das lernt. Und was auch nochmal wichtig ist, dass dann dieser Prüfungstermin zu einem guten Zeitpunkt ist, weil wenn man da einfach nicht genug Zeit hat zum Lernen, dann ja, kann das schon mal knapp werden. Aber genau, wenn man das einfach im Fokus hat und da irgendwie dran bleibt und auch versucht, da gut mitzuarbeiten und schon viele Sachen während des Semesters zu verstehen und nicht erst am Ende zu lernen, dann ist das schaffbar. Und ja, genau, also ich hoffe einfach, dass es kein Abschrecker ist, sondern eher eine Motivation, ja, nochmal dabei zu sein. Entschuldigung, ja. Wie viele Wochen müsst ihr Praktikum machen? Wo macht man das so normalerweise, fragt noch jemand. Ja, also im Bachelor machen wir, ich glaube, 5 bis 6 Wochen Praktikum und das soll in einem praktischen Bereich sein. Also das kann ganz klassisch im Gartenlandschaftsbaubetrieb sein. Das kann aber auch in der Gärtnerei sein oder bei der Stadtgrünpflege oder ja, alles, was einem eigentlich einfällt, so an Gartenarbeit oder auch Pflastern und so weiter. Wenn man eine Ausbildung hat zu einem Gartenlandschaftsbauer zum Beispiel oder zu einem Staudengärtner, dann braucht man das nicht mehr machen. Dann entfällt das und man kann das halt vor dem Bachelorantritt machen, so zwischen Abitur und bevor das Studium anfängt. Oder es geht aber auch ganz entspannt in den Semesterferien. Ich selber habe mein Praktikum geteilt, also als erstes 3 Wochen hier in Dresden in Pillnitz am Schloss im Schlossgarten gemacht und dann die anderen 3 Wochen in der ganz klassischen Gartenlandschaftsbaufirma. Genau, und so kann man sich das ganz bunt mischen, wie man Vorlieben hat und wofür man sich gerade interessiert. Hat die Uni gute Kontakte, euch an Studentenjobs oder als Praktikanten zu vermitteln? Ich würde sagen, ja. Es gibt einen sehr guten Ordner, wo immer fleißig gesammelt wird und jeder, der eine neue Stelle ausprobiert hat, der schreibt dann da halt seinen Erfahrungsbericht rein und dann können das die späteren Studierenden wieder lesen und ja, sich da halt Inspiration suchen. Ich würde sagen, es ist halt auf jeden Fall
Fokus Dresden Umland, aber man kann halt auch, wenn man von weiter weg kommt, sein Praktikum dort in der Nähe suchen. Genau, also es ist auch wenn ich hatte, glaube ich, dasselbe, dass ich am Anfang dieses Praktikum eine große Hürde für mich war und ich mir Sorgen gemacht habe, ob ich das irgendwo unterbekomme, aber am Ende findet man eigentlich immer eine gute Lösung, ob man jetzt über Bekannte vom Studium, also Kommilitonen, was findet oder halt Betreuende oder macht dann eh die Ohren auf und hört dann auf einmal einen Bekanntenkreis. Also, das ist eigentlich ganz entspannt und da sind Praktikumsbericht am Ende entgegen vorkommt und unterstützen einen. Genau, wir haben auch an der TU Dresden einen Career Service. Der ist da auch ein ganz guter Ansprechpartner. Da finden auch regelmäßig so Firmen-Events statt, wo man mit Firmen in Kontakt kommen kann. Und auch einfach, wenn man eine Frage hat und ein Praktikum sucht, dann unterstützen die einen auch. Also da gibt es auf jeden Fall auch gute Möglichkeiten. Genau. Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, thematisch, was so die Schwerpunkte sind im Studium. Wie ist denn das auch Thema Studierendenjobs oder Praktika nebenbei mit der Zeiteinteilung? Also wie viel Zeit braucht man denn so für die Uni am Tag? Hat man noch Zeit nebenbei was anderes zu machen? Ja, da würde ich sagen, das Studium ist ein absoluter Fulltime-Job. Also wir haben jetzt in dem letzten Jahr einige Dinge nochmal verbessern können, gerade im Bachelorstudium, dass es ein bisschen mehr Wahlmöglichkeiten gibt und ein bisschen mehr Optionen, dass man sich das Studium selber planen und organisieren kann. Sonst ist im Bachelor schon sehr getaktet und auch wie im Stundenplan, also noch gelernt nicht von der Schule, gibt es halt Kurse, die man am besten nacheinander belegt. Und ja, wenn man das dann nicht so einhält, dann ganz schön Verzug. Das versuchen wir gerade halt mehr aufzulockern, dass man das besser planen kann und sich auch selber so seine Freizeit gut gestalten kann. Ja, aber sonst muss man auf jeden Fall voll dabei sein. Also wir haben sehr viel unsere Freizeit da rein investiert. Wir hatten auch einen coolen Freundeskreis dann, dass man einfach zusammenhält, die Arbeiten alle gemeinsam macht, dann klappt das gut und wir brennen ja dann auch alle für die Themen und für die Projekte und hatten einmal viel Spaß dran. Genau, das würde ich aber jedem raten, das in Bedacht zu nehmen, dass es auf jeden Fall viel Zeit beansprucht und ja, dass es halt immer cooler ist, es mit einer Gruppe zu meistern. Ja, apropos Gruppe, ich weiß nicht, hörst du mich gerade? Die Internetverbindung war gerade irgendwie schlecht. Ja, doch, jetzt geht's wieder, ne? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ich höre dich etwas versetzt, leider. Okay, aber Aber ich höre Hauptsache, du dich. hörst mich. Sehr gut. Ja. Genau, du hast gerade gesagt, in einer Gruppe zu studieren oder generell die Projekte zu machen, wäre dein Tipp. Wie findet man denn neue Leute, wenn man neu an die Uni kommt? Ist es bei euch im Studiengang einfach? Zu meinem Jahrgang war es sehr einfach. Wir waren ein sehr kleiner Jahrgang. Wir waren 55 Leute. Ich weiß, dass wir jetzt größere Jahrgänge haben am Anfang. Also ich glaube, dass wir jetzt so 90 Leute sind, also fast doppelt so viel. Aber ich bin mir auch da ganz sicher, dass sich da Gruppen finden werden, weil wir haben eigentlich eine sehr nette Einführungswoche. Auch das Lehrpersonal, die sind alle darauf bedacht, dass es ja auch cool ist, schon am Anfang direkt Freundschaften zu knüpfen. Jedes Projekt bietet eigentlich Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, weil so viele Partner oder Projektarbeiten anstehen. Da kann man dann auch gleich gucken, mit wem man gut zusammenarbeitet. Klar, es ist am Anfang immer ein bisschen aufregend und vielleicht auch schwierig, da einen passenden Partner zu finden, aber man lernt eigentlich mit jedem Projekt und mit jeder Zusammenarbeit dazu. Ja, das denke ich auch. Und gerade am Anfang vom Studium findet ja auch mal die Einführungswoche statt, die dann vom Fachschaftsrat organisiert wird. Du bist ja auch im Fachschaftsrat. Du kannst gerne noch ein bisschen was über euch und eure Arbeit erzählen, wer ihr seid, was ihr so macht und auch wenn man als Studieninteressierter vielleicht noch Fragen hat, wie man euch erreichen kann. Ja, genau, also der Fachschaftsrat ist halt die Studierendenvertretung von unserem Studiengang, von der Landschaftsarchitektur und auch von der Architektur. Und genau, wir dürfen bis zu 20 Leute sein, die euch vertreten, aber bis jetzt ist es noch nie
zustande gekommen, dass so viele tatsächlich auch interessiert sind, dabei zu sein, was ich persönlich sehr schade finde, weil ja, der Fachschaftsrat ein sehr großes Potenzial bietet, sich selber aktiv in das Studium, in die Lehre mit einzubringen. Dadurch, dass viele Prozesse an der Uni so sehr demokratisch ablaufen und es für alles Gremien gibt, kann man eigentlich sich immer irgendwo melden, wenn einem was nicht gefällt oder man was ändern möchte. Und da ist der Fachschaftsrat halt die erste Stufe für. Also ihr könnt euch da melden, ihr könnt euch da selber engagieren. Und dann geht es von da aus los an die nächsten Ansprechpartner und Diskussionsrunden. Und genau, ich bin sehr ja, inspiriert, teilweise auch, dass so viel durch halt die Verbindungen oder halt diese Systeme gut funktioniert und wie viel man auch dann ändern kann. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir im Bachelor mit einigen Kursen gar nicht zufrieden waren und haben dann halt Ansprechpartner gesucht. Und ich weiß, dass es bis heute halt geändert wurde und die Studierenden heute, die den Kurs belegen, es viel angenehmer haben und viel mehr mitnehmen können von dem Kurs. Also das ist halt so ein ganz praktisches Beispiel dazu, aber man kann halt nochmal ja auch größere Rahmen bewegen. Wir versuchen gerade in der Architektur und Landschaftsarchitektur das Thema der Nachhaltigkeit nochmal präsenter zu machen. Klar, wir sind ein grüner Studiengang, aber bei manchen Professuren hängt es dann noch so ein bisschen an der Wissensvermittlung. Und genau, da haben wir jetzt so eine kleine Kampagne quasi gestartet für uns, um das immer voranzutreiben. Sowas geht auch. Und genau, sonst sind wir generell Ansprechpartner für euch, falls irgendwie was ist. Wir sind ganz in der Nähe im Keller. Und bei uns kann man auch Materialien bekommen für alle Modelle und alle Zeichnungen, die ihr machen müsst. Das ist bei uns eine Ausnahme bei der Architektur und Landschaftsarchitektur. Ich glaube, wir sind der einzige FSR, die sowas anbieten. Bei uns kriegt ihr die Materialien einfach günstiger als online oder im ganz normalen Laden. Genau, und natürlich die erste Messerwoche, damit ihr gut aufgehoben ankommt und einen guten Start in euren Studiengang habt. Ja, dazu kam jetzt auch noch eine Frage. Habt ihr Tutoren für die RCs und sind das Studierende oder sind das Lehrende? Beides. Also wir haben ein paar Kurse, da sind Studierende auch als Tutoren mit dabei. Wo es mir jetzt ganz konkret einfällt, wo das schon seit Jahrzehnten anscheinend so Tradition ist, ist in der Pflanzenverwendung. Die Pflanzen im Botanischen Garten werden immer von Studierenden zu Studierenden gelernt, das ganz praktisch ist, weil dann auch so Eselsbrücken und Lernhilfen gleich mitvermittelt werden. Genau, aber auch in anderen Kursen, gerade bei so Gruppenarbeiten und gestalterischen Kursen, wo dann auch ja, man Entwürfe und Projekte hat, konsultiert man dann manchmal mit Studierenden. Aber es kommt halt auch vor, dass man seine Fragen direkt an den Lehrenden stellen kann. Und es gibt halt auch immer diesen einen Lehrenden, der arbeitet und an den man sich wenden kann. Und in der Einführungswoche direkt das übernehmen, aber Studierende, nicht wahr? Die erst die Woche quasi. Ist gerade die Internetverbindung wieder ein bisschen schlecht, glaube ich. Jetzt bist du wieder da. Ja, jetzt höre ich dich auch wieder. Okay, sehr gut. Ich hatte nur gesagt, in der ersten Woche, die Personen, die einen dann mit ein bisschen rumführen, die Touren machen, das dann immer alles Studierende, nicht wahr? Genau, ja. Ja, genau. Ja, wir zeigen Ja, was. dann. Ja, wir zeigen euch einfach den Campus. Es gibt auch sowas wie eine Architekturtaufe eigentlich. Mal schauen, wie das im Corona-Rahmen machbar ist, dass man feierlich in den Architekturstudiengang aufgenommen wird. Genau, und wir zeigen euch die Räume und so und sind dann halt direkt da, dass ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Ja, du hattest gerade noch das mit den Materialien angesprochen. Ich glaube, das interessiert auch viele oder ist wahrscheinlich auch was, was viele vorher nicht wissen. Wie ist das denn so mit Modellbau und dann dazu den gehörigen ja, Materialien? Wo bekommt man die her? Du hast gesagt, schon von euch, aber wie läuft das so ab? Wie kann man sich das vorstellen? Woher weiß man denn, woher man die richtigen Pappen und so weiter bekommt? Ja,
Ganz zu Anfang, in der Ersti-Woche, werdet ihr mit den Architekten zusammen einen Ersti-Beutel bekommen, wo eure Grundausstattung drin ist, was ihr alles braucht, mit Skizzenrollen, auch gescheiten Bleistiften oder Geodreieck oder eine Schneidematte. Genau, da ist einfach alles Wichtige drin, was ihr mal brauchen werdet im Studiengang. In den Projekten immer sagen, was gewünscht ist, also was ihr für Materialien braucht. Und gerade am Anfang ist es eigentlich meistens vorgegeben, damit es euch leicht fällt und ihr nicht lange suchen müsst. Und später, wenn es etwas freier ist und ihr die Materialien selber aussuchen könnt, bis dahin habt ihr die meisten Materialien noch einmal alle kennengelernt und wisst ganz gut, wie ihr damit umgehen könnt. Klar könnt ihr euch auch noch mal bei uns beraten lassen, aber eigentlich ist das meistens nicht nötig, weil man das schon während der Projekte ja, alles gut gelernt hat und weiß, welches Material für was zu verwenden ist. Eine Sache noch, wir Landschaftsarchitekten, wir bauen Modelle, aber meistens mit den Architekten zusammen. Und die Architekten bauen dann nochmal viel mehr Modelle. Also weil das bei uns halt eher landschaftlich und größere Maßstäbe sind, fällt das mit den Modellen ja eher kurz aus. Wir werden ab und zu mal Modelle bauen, gerade auch am Anfang, um so Gestaltungsprinzipien zu lernen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man mehrere Hektar plant, jedes Mal ein großes Landschaftsmodell dazu bauen muss. Das sind dann, passiert dann auf den Plänen, die man sich dann ausdruckt. Okay. Trotzdem ist es ja aber auch schon recht praktisch, ne? Das hast du vorhin ja schon ein bisschen angedeutet, als du über Tharandt gesprochen hast. Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel von einer Lehrveranstaltung oder von einem Modul geben, was vielleicht besonders cool war oder was du besonders in Erinnerung hast. Ja, besonders in Erinnerung habe ich tatsächlich die ersten Kurse mit den Architekten zusammen. Das ist dann sowas wie Gestaltungslehre oder Darstellungslehre. Ja, da ist einfach viel los, da ist viel Gewusel, man lernt viele Leute kennen und kann dann auch mal bei allen gucken und sich inspirieren lassen und nachfragen. Das war einfach ein sehr guter Austausch und ein sehr schöner Einstieg ins Studium. Auch so dieses Studieren wirklich zu lernen und nicht, ich sitze jetzt in der Schule und man sagt mir, was zu tun ist, sondern man muss halt Eigeninitiative ergreifen und Selbstverantwortung übernehmen und selber Interesse zeigen. Genau, das hat mich in den ersten Wochen direkt gecatcht und mir sehr viel Freude gemacht. Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, gut, wir sind jetzt eigentlich auch schon von der Zeit her soweit. Gibt es noch irgendeinen abschließenden Tipp oder irgendwas, was du gerne ja, den neuen Studierenden oder Studieninteressierten mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also ich würde jedem raten, diesen Studiengang mit vollem Herzblut zu tun, weil es hier und da halt immer wieder einiges von einem abverlangt. Und genau, es macht dann einfach viel mehr Freude, wenn man voll dabei ist und das nicht nur macht, um es abzuhaken und auch bereit ist, da halt was zu investieren. Die andere Sache ist, dass man nicht verzweifeln soll, wenn man am Anfang das Gefühl hat, es ist eigentlich gar nicht so richtig was für mich oder ich zweifle an der Stelle oder damit tue ich mich schwer, weil am Ende findet man in der Landschaftsarchitektur, dadurch, dass es so ein breit aufgestelltes, gestellter Fachbereich ist, seine Nische. Und wenn man gar nicht so kreativ ist und nicht so gut oder so stark in Entwürfen, dann findet man vielleicht Landschaftsplanung seinen Platz oder ja genau, man muss sich auch gar nicht so doll mit Pflanzen auskennen, wie man das ja immer befürchtet. So die Basis ist super, aber wenn man sich da nicht weiter vertiefen möchte, dann interessiert man sich vielleicht mehr für Geschichte. Also, dass ihr da keine Angst habt, dass wenn ihr nicht alles gleich gut könnt, dass der ganze Studiengang nichts für euch ist, sondern dass es da am Ende die Nische, die passende Nische für euch geben wird. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Ich fand es auch sehr schön, dass du vorhin nochmal auf das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit eingegangen bist, dass das auch was ist, was man bei euch im Studiengang wirklich auch gut verfolgen kann, wenn einem das wichtig ist, was man ja vielleicht als Interessierter gar nicht so weiß.
Das ist auf jeden Fall Ja. nochmal ein guter Hinweis. Jetzt kam aber gerade noch eine Frage im Chat. Und zwar, wird man im Master immer übernommen, wenn man den Bachelor schon studiert hat? Generell ja, es gibt diese Regel nicht. Also du bewirbst dich genauso für den Master wie alle anderen theoretisch. Praktisch musst du, dein Portfolio ist dann nicht so ausführlich, weil die dann die Auswahl treffen für die Masterstudienplätze, die kennen dich ja dann und deine Arbeit. Und deswegen ist dein Portfolio, was du für den Master einreichst, nicht mehr so umfangreich. Und ich kenne keinen, der nicht genommen wurde. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass du genommen wirst. Ich glaube, wir werden auch eher bevorzugt, dass man dass halt als erstes die TU Dresden Bachelorstudenten genommen werden. Und genau, also da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Also das ist auf jeden Fall auch immer wahrscheinlich unabhängig. Man muss sich schon Gedanken um seine Bewerbung auch machen. Man muss sich eben ganz normal über das Bewerbungsverfahren auch für den Master bewerben. Aber wahrscheinlich stehen die Chancen einfach gut, wenn man schon an der gleichen Uni dazu den Bachelor gemacht hat, nehme ich an. Genau. Ansonsten wollte ich Genau. noch gerne sagen zum Thema Bewerbung. Landschaftsarchitektur ist zulassungsbeschränkt und alle Informationen aber zur Bewerbung findet ihr immer aktuell online. Und deswegen wäre unser Tipp, einfach dort immer direkt alles nachzuschauen. Also einfach Landschaftsarchitektur TU Dresden bei Google eingeben oder in eurer Suchmaschine und dann dort einfach auf den ja, Verweis im Studieninformationssystem klicken. Da sind dann auch nochmal alle Infos zu den Vertiefungen zu den Bereichen, die man studieren kann, zur Bewerbung. Und genau. Ja, dann danke ich dir, Nora, dass du heute dabei warst für deine Zeit. Wenn noch weitere Fragen sind, können die hier unter dem Video gestellt werden. Ansonsten auch gerne an euch direkt, an den Fachschaftsrat Architektur, Landschaftsarchitektur. Und genau, Genau. dann, wie gesagt, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.